Richter, wie sieht es im Berner Münster, beim Eingangsportal, er hebt die Hand zum Gericht und man sieht sofort seine Nägel mal. Das ist sehr besonders, weil es ist der einzige Richter, der selber ohne Gerichteten ist. Sonst kenne ich keinen auf dieser Welt. Mit anderen Worten, es wird sehr, sehr still im Saal, wenn der Richter die Hand hebt und allen zeigt, von mir aus muss niemand gerichtet werden, ja alles zahlt. Dann ist die Situation schon weitgehend geklärt und sehr einfach geworden. Nach welchem Gesetz richtet Jesus? Das ist eine Frage, die uns ja auch noch beschäftigt. Jeder Richter tut sich auf irgendein Gesetz einschwören und tut es dann auch möglichst genau anwenden. Und für die Berner war es ja klar, sie haben den Mosesbrunnen, den man hier sieht im Hintergrund. Der Mose selber mit den 10 Geboten. Sie haben das hier vis-à-vis vom jüngsten Gericht aufgestellt. Das heisst, Menschen wissen gerne, sie werden gerichtet, falls sie die 10 Gebote nicht gehalten haben. Aber nein, Jesus richtet gar nicht nach den 10 Geboten, weil der Tribut für die übertretenen Gebote hat er ja bereits selber gezahlt. Man sagt ja immer, wenn es um Kriminalität geht, wenn es um Gericht geht, das Corpus Delicti, das heisst, der Gegenstand, den man damit hat, das Unrecht ausgeübt, das sind ja die Nägel, die man Jesus hat ans Kreuz genagelt hat. Absolutes Verbrechen war das, was sich durch nichts und niemand rechtfertigen lässt. Aber das Corpus Delicti führt jetzt nicht zur Verurteilung, weil Jesus hat genau an diesen Nägeln hängend gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und der Vater hat ihnen vergeben. Diese Nägel braucht es also nicht mehr. Hingegen gibt es immer noch etwas, das uns ins Verderben stürzen kann. Und das Corpus Delicti, das ist der Leib von Jesus selber. Wie dass man das verstehen kann, dass der Schutz vom Leib von Jesus nicht mehr über uns ist, das muss man allerdings jetzt auch noch kurz bedenken. Das alles ist ein bisschen schwierig zu erklären und auch schwierig zu begreifen. Aber ich probiere es noch mal zu machen. Der zerbrochene, der geschundene Leib von Jesus, das ist unser Schutz vor dem Gericht. Wegen diesem Leib, wegen diesem Leiden, wegen diesem Tod werden wir verschont. Das ist unsere Immunität. Jeder weiss, was Immunität ist. Man ist dann immun gegen eine Strafanzeige oder gegen eine Anklage. Aber wenn wir jetzt den Leib von Jesus verflüchtigen, verneinen, abtun, auf die Seite tun, vernötigen, nichts davon wollen wissen, dann verlieren wir dadurch unsere Immunität. Unser einziger Schutz kommt uns abhanden. Und so wird das Unrecht, das in uns ist, uns nachher selber zerstören und zerfressen. Das ist das Gericht, das Jesus uns gerne ersparen würde. Jesus sagt interessanterweise den Satz: Wer nicht glaubt an mich, der ist schon bereits gerichtet. Und später sagt Niklaus von Flüe etwas Ähnliches: Unfrieden zerstört sich selber. Also wer den Schutz ablehnt, den Schutz von der Gnade und von der Barmherzigkeit, der macht etwas wie einen geistlichen Selbstmord. Und darum sehen wir, dass es nicht eigentlich unsere Sünden sind, die Sünden, wie man sagt, sind, also die 10 Gebote, die man bei Mose ja immer ablesen kann, sondern die Sünde, die Trennung, heisst das ja genau übersetzt. Das, was uns absondert, wenn wir uns von ihm trennen, dann haben wir keinen Schutz mehr. Dann lösen wir uns selber auf durch unser Bösen. Das ist also der traurige Moment, den selbst Gott nicht mehr für uns machen kann, weil all das, was er schon gemacht hat, für uns nichts nützt, um es ablehnen. Das letzte und jüngste Gericht. Wir sehen, dass dort, wo sie nachher tatsächlich in den Flammen enden, hier beim Münster. Und daneben gibt es natürlich das, was wir jetzt auch haben angeschaut. Das ist das Feuer, das er uns wieder ins Blei bringen, ins Lot bringen will, dass wir eine Ewigkeit wirklich geniessen können und nicht noch alte Lasten müssen mit uns umschleifen. Das ist natürlich ein sehr hilfreiches Gericht. Es hat eigentlich mehr mit Ausrichten zu tun, als mit dem, was wir meinen, Strafe. Jetzt haben wir einen Rundgang gemacht und ich hoffe, wenn wir auf den Vers wieder irgendwo stossen, retten auf eine andere Art und wir tun uns nicht sträuben mit Hängen und Füßen gegen die Vorstellung, dass wir nochmal in diesem Gerichtssaal werden auftauchen. Es ist zu unserem Besten.